Manchmal möchte ich mich verkriechen und von all dem nichts mehr hören. Und manchmal denke ich, was wird wohl Ulrike Herrmann zu all dem sagen? Und manchmal, da lese ich Taz. Und ja, da ist sie, Ulrike Herrmann. Sie schreibt über den Krieg, über den ich eigentlich nicht reden möchte. Hallo, Frau Herrmann. Ja, hallo. Mir fehlte das Abstraktionsvermögen, mir eine weltweite Pandemie vorzustellen. Jetzt ist noch Krieg in Europa, unvorstellbar. Oder ist Frieden einfach nur die Zeit zwischen den Kriegen? Nein, ich glaube, dass dieser Krieg, der letzte Krieg, eine sehr lange Zeit sein wird. Also was sich jetzt vollendet, ist in gewisser Weise 1989. Also 1981, alle waren dabei, ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Die meisten Länder, die sich dann aus der Sowjetunion bzw. Russland gelöst haben, haben jetzt inzwischen eine stabile Eigenständigkeit. Und das einzige Land, das sich nicht reformiert hat wirklich, ist nun Russland selbst. Nicht? Dafür steht ja auch Putin, der ja aus dem ehemaligen KGB stammt und der mit einer KGB-Clique dieses Land in seiner Gewalt hat. Und das wird jetzt auch in Russland enden. Also auch Russland wird perspektivisch jetzt in sozusagen der modernen Zeit ankommen. Wir reden jetzt etwas kalt über die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs und Sie schreiben ja in der Taz, Russland wird verlieren, vielleicht siegt Putin in der Ukraine, aber ökonomisch wird er verlieren. Die Kosten werden gigantisch sein, wenn sie jetzt nicht aufgeben. Aber aufgeben wird er doch nicht, oder? Nee, also Putin selbst nein, weil er hat ja gar keine Exit-Strategie, nicht? Sondern er dachte ja, ich gehe rein in die Ukraine, in zwei Tagen bin ich in Kiew und dann habe ich die Macht Russlands deutlich erweitert. Und dieses Konzept ist ja schon an Tag 1 gescheitert, als sie eigentlich nicht von der Stelle kamen. Und bis heute weiß er nicht, was er stattdessen machen soll, sondern er bombardiert dann Zivilisten, wie das auch schon in Aleppo war oder in Grosny in Tschetschenien. Aber damit kann man keinen Krieg gewinnen. So, und was er jetzt alternativ tun könnte, ist ihm ein Rätsel. Also eigentlich bleibt nur wieder abzuziehen, aber das geht natürlich nicht, weil das aus seiner Sicht der perfekte Gesichtsverlust wäre. Also wird dieser Krieg sich weiter hinziehen, aber Putin kann ihn militärisch, glaube ich, nicht mehr gewinnen, wobei eben der eigentliche Punkt ist, das habe ich dann versucht in der Taz zu schreiben, selbst wenn Putin diesen Krieg militärisch gewonnen hätte, wäre es ein ökonomisches Debakel für die Russen geworden. Das kann man interessanterweise sehen, indem man sich einfach nochmal den Irakkrieg ab 2003 anguckt, der USA. Da lief das genau so, wie Putin sich das für die Ukraine vorgestellt hatte. Die USA haben innerhalb kürzester Zeit den damaligen Diktator Saddam Hussein entmachtet und dann auch getötet. Aber hinterher mussten sie noch 8 Jahre Besatzungsmacht im Irak sein, um das Land irgendwie zu befriedigen, was auch nicht wirklich geklappt hat. Und das Ergebnis dieser langen, langen, langen Besatzungszeit im Irak war, dass am Ende dieser Krieg $3 Billionen gekostet hat. So, die USA sind bekanntlich die reichste Volkswirtschaft der Welt. Sie haben auch die Leitwährung Dollar. Das heißt, die USA können sich solche strategischen Flops leisten. Die Russen können sich das nicht leisten, weil sie sind arm, sie haben keine Leitwährung, ganz im Gegenteil, niemand will den Rubel haben. Das heißt, sie müssten so eine Besatzung der Ukraine aus den eigenen Mitteln stemmen und das ist praktisch unmöglich. Man muss sich ja nur die Verhältnisse angucken. Es gibt 140 Millionen Russen, die Ukrainer sind 40 Millionen, 40 Millionen, die Russen absolut nicht haben wollen. Das heißt, es ist völlig klar, dass die Russen nicht in der Lage sind, so eine Besatzung der Ukraine ökonomisch durchzuhalten. Und das hat sich Putin offenbar nie überlegt. So, und jetzt, also selbst der beste Fall, nicht? Es geht alles nach Plan. Man geht in die Ukraine, siegt sofort und besetzt dann, hätte die Russen ökonomisch überfordert. So, jetzt geht alles auch noch schief, nicht? Vormarsch zieht sich in die Länge. Es gibt diese extremen Sanktionen des Westens. Und jetzt ist aus meiner Sicht ökonomisch sowieso alles in Russland verloren. Das heißt, Putin ist isoliert, natürlich international. Wäre denn ein Militärputsch denkbar, dass es noch ein paar intelligente Militärs gibt, die sagen, dass der Typ ruiniert unser Land, wir nehmen den mal weg vom Fenster? Ja, also ich glaube, das ist nicht unwahrscheinlich. Also und da gibt es eine interessante Parallele in der deutschen Geschichte, nämlich Hitler. Also ab Januar 1943, Stalingrad, war ja jedem in Deutschland klar, dass der Krieg
verloren geht. Das war auch Himmler und Göring klar, das war jedem klar. Und dann war eben schon in der ganz obersten Spitze des NS-Regimes die Frage, wer Hitler beerbt. Also es gab schon sozusagen einen intensiven Machtkampf zwischen Göring und Himmler, wer jetzt Hitler ersetzt. So, und Hitler war natürlich unantastbar, weil er hatte ja auch zynischerweise große militärische Erfolge. Man konnte den nicht so einfach entfernen. Das war schwierig. Der hatte auch eine enorme Gefolgschaft in der Partei und auch in der Bevölkerung. Aber selbst, das ist der Punkt, in Nazi-Deutschland wurde schon über eine Rebellion nachgedacht. So, jetzt Putin hat überhaupt keine Erfolge, jetzt aus der Sicht seines Regimes, sondern nur ein Desaster namens Ukraine angerichtet. Und dann passiert bestimmt das automatisch, dass in diesen Zirkeln praktisch schon der Machtkampf läuft, wer Putin jetzt beerben darf. So, und aber wahrscheinlich ist das Problem, dass so ein Machtkampf entschieden sein muss, bevor man dann sozusagen die Pistole zückt, nicht? Es könnte sein, dass die Kräfte sich im Kreml gegenseitig belauern und lahmlegen und dann passiert erstmal nichts. Nun gut, wir reden jetzt über die Ökonomie. Das ist vielleicht kalt und nicht so besonders emotionsgeladen. Dennoch ist es ja elementar. Ein geschwächtes Russland, ein ökonomisches Russland, was am Boden liegt, ist das gefährlicher denn je? Weil es ist ja noch eine Atommacht, oder? Ja, Russland ist eine Atommacht. Genau, das ist ja auch etwas, was Putin ständig betont. Aber schon die Tatsache, dass Putin an Tag 2 des Krieges jedem erzählen muss, dass Russland eine Atommacht ist, was ja sowieso bekannt ist, weiß jeder, zeigt ja, in was für einer absoluten Position der Schwäche er ist. Er muss schon ganz am Anfang eskalieren. Faktisch werden diese Atombomben wahrscheinlich keine große Rolle spielen, denn man kann das ja genau aus dem Weltraum beobachten, was die Russen mit ihren Atombomben machen. Die kann man ja nicht einfach unbeobachtet irgendwie aufbauen, sondern das kann man ja alles sehen durch die Spionagetechnik. Das heißt, in dem Moment, wo die Russen anfangen würden, wirklich mit ihren Atombomben zu kommen, würde ja der Westen entsprechend reagieren. Das weiß auch jeder in Russland. Das heißt, diese Atombomben werden in ihren Depots bleiben. Aber natürlich haben sie insofern eine indirekte Wirkung auf den Krieg, als der Westen eben nicht in der Ukraine direkt eingreifen will. Nicht? Also das ist ja etwas, was Zelensky immer fordert, dass der Westen den Luftraum über der Ukraine sichert. Und das davor hat der Westen aber Angst, nicht? Also weil wenn man dann anfängt mit Piloten über der Ukraine zu agieren, dann wäre man sofort in einem direkten Krieg mit Russland. Dann gäbe es Luftschlachten zwischen Russland und dem Westen über den Boden der Ukraine. Und das ist etwas, ein Risiko, das der Westen dann doch nicht eingehen will, nicht? Und insofern haben die Atomwaffen tatsächlich eine indirekte Wirkung, aber dass sie richtig ausgepackt werden, das glaube ich nicht. Das heißt, es könnte sein, dass Russland nach diesem Krieg, der hoffentlich bald vorbei ist, keine Weltmacht mehr ist? Ja, also davon gehe ich felsenfest aus, weil ja jetzt jeder sieht, dass das Militär der Russen in Wahrheit extrem schwach ist. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass sie komplett isoliert sind. Und das gab es auch in der gesamten Weltgeschichte noch nicht. Das muss man sich mal ganz klar machen, dass ein Aggressor komplett isoliert ist. Also um nochmal mit Hitler zu kommen, der ja auch furchtbar war. Aber Hitler hatte Verbündete. Am Anfang hatte er Stalin, er hatte Mussolini, er hatte die Japaner, er hatte dann auch noch ein paar Länder auf dem Balkan und so weiter. Deutschland war nicht komplett isoliert. Das ist jetzt hier in Russland mit Russland komplett anders, nicht? Also jeder war dabei. Sie sind wirtschaftlich komplett isoliert. Sie sind politisch komplett isoliert. Die UN-Vollversammlung hat eigentlich fast einstimmig gegen Russland gestimmt. Sie sind kulturell isoliert. Sie dürfen die Dirigenten, Sänger dürfen nirgendwo mehr auftreten. Sie sind nicht beim European Song Contest. Sie sind sportlich isoliert, dürfen nicht mehr mitmachen an der Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter. Und sind eben moralisch natürlich sowieso völlig isoliert, eben aber auch militärisch. Sie haben gar keine Bündnispartner. Mhm. Und das führt dazu, also gab es noch nie in der Weltgeschichte, dass ein Land, das komplett isoliert ist, lange funktioniert. Und China? Also China ist ja sehr zurückhaltend, aber dennoch ist es keine offene Konfrontation oder kein Bruch mit den Chinesen?
Ja, also ich glaube, dass die Chinesen hinter den Kulissen schon sehr stark versuchen, auf Russland einzuwirken, weil das, was jetzt da passiert in der Ukraine, ist auch für die Chinesen ein extremes Problem, weil die Ukraine zeigt ja jedem Land auf dieser Welt, man braucht Atomwaffen, wenn man sicher sein will vor einem übermächtigen Nachbarn. Nicht? Das ist ja, Putin, das haben wir ja schon besprochen, wedelt immer mit seinen Atomwaffen. Und das ist der Grund, warum die Ukraine sich nicht wehren kann. Hätte die Ukraine Atomwaffen, wäre Putin da nie erschienen. So, das genau diese Lehre. Ach so, und wichtig ist natürlich, dass die Ukraine mal Atomwaffen hatte. Die hat sie freiwillig abgegeben. Es gibt Verträge, wo Russland zugesichert hat, dass die Ukraine nicht angegriffen wird. Und jetzt sieht die ganze Welt, okay, das kann man sich alles, das zählt alles nicht. Das Einzige, was man braucht, sind Atomwaffen. So, jetzt wieder zurück zu China, wieder zurück nach Asien. So, das heißt natürlich jetzt für die ganzen Länder, die rund um China sind und viel kleiner, dass sie jetzt sofort Atomwaffen brauchen. Und die Debatte geht ja schon los. Also Japan diskutiert, ob sie Atomwaffen sich zulegen. Südkorea will Atomwaffen kaufen. Wahrscheinlich ist Vietnam auch schon dabei, Atomwaffen anzuschaffen. Das heißt, die Chinesen, bislang die einzige Atommacht in Ostasien außer Nordkorea, erleben jetzt, dass ihre ganzen Nachbarn mit Atomwaffen aufrüsten wollen, nur weil es die Ukraine gibt. So, und das ist natürlich irgendwie das totale Desaster. Was mich auch wundert, was plötzlich geht. Also die Flüchtlinge werden unkompliziert aufgenommen in Deutschland. Es gibt 100 Milliarden für die Bundeswehr. Atom und Kohle wird wieder diskutiert und die Wehrpflicht auch. In einer rasanten Geschwindigkeit, oder? Ja, aber vieles, was davon diskutiert wird, wird nicht kommen. Also zum Beispiel Atomkraft. Man kann diese Meiler gar nicht mehr verlängern in ihrer Laufzeit, weil man das Uran gar nicht hat. Man braucht irgendwie 1,5 Jahre Vorlauf, um überhaupt diese Brennstäbe zu bestellen. Also das ist alles schon vorbei. Es gibt auch gar nicht mehr das Personal, um diese Atomreaktoren dann auch zu betreiben. Denn die Leute haben sich ja alle umorientiert, weil sie ja wussten, dass das jetzt Ende 2022 auch vorbei ist. Also das kommt nicht. Die Wehrpflicht kommt wahrscheinlich auch nicht. Also was kommen könnte, wäre so eine Art soziales Jahr für alle Schüler oder Abiturienten, aber dass man richtig mit eine Wehrpflicht wieder einführt, das wird auch keiner machen, weil man muss dann die Leute ja irgendwo unterbringen, also mal um so ganz solche Banalitäten mal anzubringen. Diese Kasernen gibt es aber nicht mehr. Die sind in den 90er Jahren und dann nach dem Ende der Wehrpflicht alle abgewickelt worden. Die sind umgenutzt worden oder abgerissen worden. Das kann man jetzt nicht einfach wieder neu bauen. So, das, was kommen wird, nehme ich schon an, ist ein Modernisierungsprogramm für die Bundeswehr. Ob das dann 100 Milliarden sind oder nicht, wird man auch noch sehen. Ja, und was natürlich die ganz große Zeitenwende ist, ist, dass Europa bereit ist, alle Ukrainer aufzunehmen, die flüchten wollen und flüchten können. Und das ist natürlich unendlich wichtig für die Menschen selbst, ganz klar. Da werden auch noch weitere Millionen kommen. Aber das darf man auch nicht vergessen. Also wir machen ja hier so ein ganz nüchternes Gespräch, sogar obwohl das zynisch ist, muss man das ja immer klar im Blick behalten. Es ist auch ein strategischer Vorteil, dass die Frauen und Kinder fliehen. Denn das bedeutet für die zurückbleibenden Männer, dass sie sich nicht um ihre Familie sorgen müssen und viel freier agieren können. Das heißt, das, was man jetzt in Charkow sieht und in Mariupol, dass die Zivilbevölkerung von den Russen genutzt wird sozusagen als Erpressungsmasse, dass man die bombardiert, bis sie klein beigeben. Das kann ja in den anderen Städten gar nicht mehr passieren, weil da die Bevölkerung schon geflohen ist. Und das ist, also es ist wirklich wichtig, dass die Ukrainer eine Alternative haben, dass sie gehen können. So, und abgesehen davon ist es natürlich auch zutiefst menschlich, aber es ist auch wichtig, damit die Ukraine diesen Krieg durchstehen kann. Trotzdem eine komische Welt. Wir sehen jetzt glorifizierend heroisch kämpfende Männer, die ihr Land verteidigen und arme Kinder und Frauen, die fliehen und eine Form von Kriegssprache, die wahrscheinlich so ist, wenn wir im Krieg sind, oder? Ja, natürlich. Und ich meine, man muss eben, also das ist eben schade, nicht? Also wir hatten alle gehofft, dass man mit Rationalität, Aufklärung, Verhandlungen, dass man dann gemeinsam friedlich auf dieser Welt leben kann. Aber die Realität ist eben, dass es Menschen wie Putin gibt,
und dass es auch Strukturen wie in Russland immer wieder geben kann, also faktisch eine Diktatur, die oben dann einen Wahnsinnigen hat. Gerade Deutsche mit Hitler wissen ja, dass sowas möglich ist. Und das heißt, das ist die Lehre natürlich aus diesem Krieg, man muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Und das ist ja etwas, was auch wichtig ist, wenn man jetzt den Krieg in der Ukraine anguckt. Die Ukrainer wehren sich nur mit Defensivwaffen. Es ist ja nicht so, dass die Ukrainer jetzt irgendwie die Russen angreifen würden. Das ist wichtig. Also um sich zu verteidigen, braucht man keine Angriffswaffen. Nicht? Es reicht, wenn man sehr, sehr gute Verteidigungswaffen hat. So, das fehlt in der Ukraine zum Teil. Also sie können eben ihren eigenen Luftraum nicht schützen. Das ist tragisch. Die Lehre jetzt aus dem Ukraine-Krieg ist nicht, dass man jetzt hemmungslos und völlig blind aufrüsten muss, sondern es reicht, wenn man sich verteidigen kann. Aber das muss möglich sein, nicht? Das ist die Lehre. Abschließend noch was zu den Ängsten. Wir erleben ja derzeit eine sehr alarmistische Berichterstattung, abgesehen von der Inflation, auch über die Angst, Energiekrise und so weiter, dass wir irgendwann nicht mehr heizen können. Können Sie mich da beruhigen? Naja, also man muss jetzt erstmal sagen, also wenn man jetzt die Energiepreise anguckt, die sind hoch, nicht? Aber sie sind noch nicht auf ihrem Höchststand. Also 2007, kurz vor der Finanzkrise, war Öl noch viel teurer. Nicht? Da kostete ein Barrel Öl 147 Dollar. Im Augenblick sind wir, glaube ich, ich habe heute nicht nachgeguckt, aber noch unter 120 Dollar. Das heißt, das ist jetzt noch nicht hier die ganz große Katastrophe. Nicht? Das sollte da auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und es gibt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Das fängt schon damit an, dass man etwas weniger Auto fährt und so weiter. Also hier ist jetzt noch nicht die totale Ölkrise in Sicht. Außerdem läuft es ja im Augenblick völlig bizarr. Das sollte man vielleicht auch noch mal besprechen, weil es einzigartig ist. Also kommt ja Öl und vor allen Dingen auch Gas aus Russland. Und wir, der Westen, überweist ungefähr pro Tag 600 Millionen Dollar an die UdSSR, das ist natürlich Quatsch, an Russland, um dieses Gas und das Öl zu bezahlen. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, Putin ist sagenhaft reich, da kommt ja jetzt jeden Tag 600 Millionen Dollar an. Das wird doch ganz bestimmt seinen Krieg finanzieren. Das stimmt aber nicht, denn Putin kann mit diesen 600 Millionen Dollar faktisch überhaupt nichts anfangen, weil der gesamte Westen hat ja einen Lieferstopp verhängt. Nicht? Es kommen überhaupt gar keine Waren mehr aus dem Westen in Russland an, auch weil die Reedereien, zum Beispiel Maersk, ja gesagt haben, dass sie keine russischen Häfen mehr ansteuern und dann kommt das ganze Gute ja auch nicht mehr in Russland an. Das heißt, wir kriegen das Gas, das wir dringend benötigen, aber Putin sitzt auf Dollar, die er eigentlich nicht gebrauchen kann. Und deswegen wäre ich jetzt auch durchaus dafür, weiterhin das Gas einfach zu kaufen, nicht? Weil es gar keinen Schaden in diesem Krieg anrichtet. Das heißt, in Russland importiert unheimlich viel und also eigentlich ein unwirtschaftliches System, oder? Ja, also die Russen sind ein armes Volk, das muss man mal ganz klar sagen. Man lässt sich immer so blenden davon, dass sie irgendwie ganz viel Militär haben, aber faktisch sind sie arm. Also sie haben nur Öl, Gas, Kohle und Getreide und ein paar Metalle und sonst nichts. Also sie exportieren nur Rohstoffe. Industrie gibt es faktisch gar nicht. So, und wenn man das jetzt mal pro Kopf anguckt, dann ist der einzelne Russe ärmer als beispielsweise die Rumänen. Und die Rumänen gelten ja jetzt hier in Europa eigentlich als ziemlich arm, aber sie sind reicher als die Russen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass der Rumänien keinen riesigen Militärapparat finanzieren muss. Und die Rumänen müssen auch so nicht so eine Oligarchenklicke finanzieren, die Milliarden klauen und dann außer Landes schaffen. Das heißt, der einzelne Rumäne kann das Geld, das er die Rumänen können das Geld, das sie erwirtschaften, für sich selber verbrauchen. Während die ärmeren Russen auch noch diese ganze Struktur des Wahnsinns, also die Oligarchen und das Militär finanzieren müssen. Also die Russen haben eigentlich gar keine Reserven mehr. So, und jetzt müssen sie auch noch einen Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Also das funktioniert einfach nicht. Sagt Ulrike Herrmann, und wir werden, wenn wir das nächste Mal sprechen, ist der Krieg hoffentlich vorbei. Die Hoffnung, die teilen Sie sicher. Ich wünsche Ihnen einen trotz allem einen angenehmen Tag und machen Sie es gut.